The number you have dialed has been changed. The new number is... Please note, the new number is... Semester werden Sie aber noch nicht betroffen sein, weil man ja solche Änderungen nicht von heute auf morgen machen kann. Das muss ja erst durch, wenn es durch den Fakultätsrat durch ist, durch den Senat, durch Rektorat, Industrie, Beirat gibt es auch. Die müssen das alles absegnen. Aber ich sage mal, es ist abzusehen, dass das ins zweite Semester nach vorne geholt wird. Und in die nächste Woche ist für Ihre Vorgänger genau das, was wir auch machen, für Ihr Semester relevant. Und dort ist es eine Viertelstunde, auch in der Gruppe. Dort wird das, was wir implementieren wollen, dann vollständig gezeigt. Wir sind aber dann auch schon ein bisschen flotter, geübter und können das sehr zielgeführt machen. Ich werde, oder der Herr Wachtel wird das, wenn Sie die nächste Woche das präsentieren, das auch per Video aufzeichnen. Der Herr Wachtel wird dort hinten stehen und wird Sie aufzeichnen. Dieses Video kriegen Sie und Sie kriegen dazu auch ein Feedback, wo Sie dann sehen, dass der Kommentar dazu, sodass Sie selber sich mal mit dem Außenblick selbst wahrnehmen. Das tut man ja nicht, wenn man spricht. Das ist immer eine recht neue Erfahrung. Ich habe das vor einigen Jahren, also schon Jahrzehnte zurück, auch gemacht. Und ich war im ersten Moment sehr erstaunt, weil ich mich selber anders wahrgenommen habe, wie ich mich dann wahrgenommen habe, als ich mich auf dem Video sah. Ja? Das war damals im Zusammenhang mit einem Verkaufstraining. Ich habe in der Zeit Software verkauft, also richtig verkauft, Gänsefüßchen weglassen bitte. Und das war richtig eine heilsame Erfahrung, sich selber mal wahrzunehmen aus der gleichen Perspektive, wie das der Kunde tut. Ja? Weil man sich selber einfach anders wahrnimmt. Ich war deswegen so erstaunt, weil ich meine Stimme gar nicht erkannte. Wenn man sich selber nur über einen Lautsprecher hört, hört sich das, also das war so meine Einschätzung, komplett anders an, wie wenn ich mich selbst höre. Ich höre mich ja über die Knochen meines Schädels, das ist weniger der Schall, der meine Ohren wieder erreicht, sondern die Stimme geht ja durch den Kopf wieder in die Ohren und das hört sich in der Tat anders an. Also das sind ganz interessante Aspekte mit dem Spiel. Darum kriegen Sie das, Sie schauen sich das an, können das dann in der Feedback-Schleife sozusagen für alles andere ja auch auf sich wirken lassen, darauf reagieren und dann wird das, bis Sie das Haus verlassen, mit Sicherheit weitestgehend optimal. Ja? Also keine Angst vor der Präsentation nächste Woche. Wir machen das erste Mal, das ist natürlich allen bewusst und wir wissen dort, das ist nicht gleich die Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, aber dazu sollen Sie ja mehr Möglichkeiten hier im Haus haben, sodass, wenn Sie das Haus verlassen, dort entsprechend gerüstet sind. So, also, gibt es sonst noch Fragen dazu, meine Damen und Herren? Es geht den ganzen Tag, oder? Wir fangen in der Früh gleich an, also das ist jetzt heute unsere Abschlussveranstaltung. Ich habe noch ein paar Loose Ends, die ganz interessant sind und wir fangen dann aber nach Fragen vielleicht noch sofort an und das geht dann, bis wir durch sind. Richtig, ja. Also wir haben sie ja in Gruppen eingeteilt für die Übungen und in dieser Gruppenreihenfolge würde man das gerade machen. Ja? Bitte? Alleine. Ja, ist okay. Also. Ja. Natürlich, ja. Ja, natürlich auch das geht. Ja. Also ich brauche halt am Ende auf einer Liste alle Teilnehmer. Ja. Ja. So ist es. Wie Sie sich jetzt dort zusammenstellen, das ist wahlfrei, haben wir ja schon besprochen. Wichtig, Sie sind am Ende auf dieser Liste. Deswegen sagt man, wenn Sie sich neu gemischt haben, möchte ich das einfach protokollieren, sodass am Ende nicht jemand fehlt, weil es ein kritischer Punkt ist für die Anerkennung insgesamt. Ich werde da mit Bleistift und Papier da rechnen, mit so einem Zürich. Ist das dabei, oder? Das, was Sie gemacht haben? Genau, richtig. Ja? Genau, also. Trifft den Sachverhalt.
schon bekannt wird. Huch, der Stecker raus. Dann kann das nichts werden. Ja. Bei der Aufgabenstellung war was? Nochmals eins? Ja? Müssen wir uns nachher anschauen, habe ich jetzt momentan keine spontane Idee dazu. Ja? Also, meine Damen und Herren, paar Loose Ends, die als Anregung im Wesentlichen zu sehen sind, weil man das natürlich mit ins nächste Semester übernehmen könnte, durchaus interessante Dinge. Ich habe mal so als einen der letzten Punkte die sogenannten Assertions. Self-Study soll hier bedeuten, versuchen Sie mal das, was ich Ihnen jetzt hier schildere, nachzuvollziehen, in einer freien Stunde vielleicht selbst zu probieren. Wir haben jetzt in diesem Semester hauptsächlich entweder Textpad oder Eclipse eingesetzt und für diese Assertions kann man jetzt mal den Compiler in einem Terminal nutzen. Geht damit am effizientesten und ein Programm direkt aus dem Terminal heraus zu starten. Ja? Also, jetzt aber zunächst mal zu Assertions. Wozu dienen die überhaupt und wie werden sie eingesetzt? Das ist so die große Frage. Und eben Assertions dürfen auch einer besonderen Behandlung bei der Übersetzung und beim Ausführen. Zunächst mal grundsätzlich ist es so, dass es Assertions nicht schon immer in Java gab, sondern die sind mit der SDK-Version 1.4 aufgetaucht und sind eine durchaus sinnvolle Einrichtung, um sein Programm, wenn es mal komplexer ist, besser in den Griff zu kriegen. Assertions sind streng genommen boolsche Ausdrücke, also Ausdrücke, die true oder false ausgehen. Naja, was geht true oder false aus, boolsche Ausdrücke? Im Wesentlichen könnte man sagen, so typische Fragen wie, ist das richtig oder ist das falsch? Ne? Ist das richtig? Kann man dann beantworten mit, ja, ist richtig, true oder false. Genau das ist auch der Hintergrund. Diese Assertions werden eben bei Testzwecken genau so eingesetzt. Schwerpunkt ist, wie gesagt, Testzweck, weil hier beim Testen Performance noch nicht im Vordergrund steht. Dagegen beim operativen Programmbetrieb sind diese Assertions ausgeschaltet, weil es dem Kunden in der Regel darauf ankommt, dass sein Programm schnell ist. Ja? Er möchte nicht aufs Programm warten, sondern User haben immer so die Einstellung, naja, wenn jemand warten soll, dann soll das Programm auf mich warten, bis ich die Eingabe tätige. Ne? Also, und jetzt sehen Sie schon, Testbetrieb und operativer Betrieb sind zwei Paar Stiefel und der Programmierer muss die Möglichkeit haben, diese Assertions einzuschalten, weil er testen möchte und bevor er das Programm ausliefert, auszuschalten, damit das nicht zu Lasten der Laufzeit beim Kunden geht. Mit Assertions werden innerhalb von Methoden Zusicherungen aufgestellt. Also das ist etwas, was sozusagen zum Methoden-Know-how gehört. Ich kann Methoden mit Assertions absichern, sage ich mal, für Testzwecke. Und man kann dann bei Methoden sich überlegen, was ist eigentlich eine Vorbedingung, bevor diese Methode läuft, was muss erfüllt sein. Wenn das nicht erfüllt ist, macht die Methode gar keinen Sinn. Was ist eine Nachbedingung, was muss für einen Zustand herrschen, nachdem die Methode gelaufen ist. Und wenn Methoden laufen, kann es auch Dinge geben, die dürfen sich nicht geändert haben. Die werden hier eben
als Invarianten bezeichnet. Ja? So, wenn man sich das überlegt hat, dann kann man das mit Assertions formulieren und die Assertion, wenn sie eingeschaltet ist, wird eben genau das prüfen. Ist die Vorbedingung erfüllt, ist die Nachbedingung erfüllt, ist die eingetreten und gibt es diese Dinge, die sich gar nicht ändern dürfen, sind die unverändert geblieben. Wenn jetzt Vorbedingung, Nachbedingung und Invarianten sich ändern, dann muss ich die Assertion melden und das dem Programmierer sagen, na, da ist das passiert. Jetzt könnte man sagen, das hört sich doch sehr nach Exception an und in der Tat hat das auch damit was zu tun. Wenn eine Bedingung nämlich nicht erfüllt ist, egal ob Vorbedingung, Nachbedingung oder Invariante, dann wird eine Exception ausgelöst, die darauf hinweist, dass in diesem Programm eben etwas nicht richtig gelaufen ist. Hat also tatsächlich was mit Exceptions zu tun. Jetzt haben wir aber das letzte Mal uns schon darüber unterhalten, dass es unterschiedliche Exception-Klassen gibt mit unterschiedlichem Bedeutungsgehalt. Und hier wäre zu erwähnen, das wäre dann eine Exception tatsächlich vom Typ Error. Vielleicht erinnern Sie sich noch dran, wir haben, als wir die Exceptions ein bisschen durchleuchtet haben, schon festgestellt, auf Error Exceptions sollen wir nicht reagieren, weil das im Prinzip ein echter Fehler ist. Den sollen wir nicht abfangen, sondern wir sollen darauf dergestalt reagieren, tatsächlich Programm zu schließen. Der Benutzer kriegt vielleicht noch eine bisschen freundlichere Meldung, aber das Programm ist dann fertig. Ja? Ich sage Ihnen mal ein Beispiel für so eine Assertion, die sofort einleuchtet, weil Sie das in der Schule schon kennengelernt haben. Ihr Mathelehrer hat Ihnen wahrscheinlich versucht einzupauken, eine Division durch Null macht gar keinen Sinn. Ja? Undefiniert. Ja? Und genau das könnte man im Sinne einer Vorbedingung prüfen, ob bei einer Divisionsmethode eben der Operand, der unten im Nenner steht, Null ist. Wenn das der Fall ist, kann man sich über eine Assertion einen solchen Error auslösen lassen und da sehen wir haben gar keine andere Möglichkeit, als zu sagen, naja, Division durch Null, was weiß ich, in einem betriebswirtschaftlichen Umfeld, Bilanzauswertung, jetzt aufzuhören, weil das keinen Sinn macht. Wir kommen dort zu keinem sinnvollen operativen Ergebnis. Dann kann man dem Benutzer noch sagen, sorry, im Programm Division durch Null aufgetreten, muss jetzt aufhören. Das war's, ja? Errors, diese Art von Exceptions sollten daher nicht abgefangen werden. Try, catch wäre das rein hypothetisch, rein syntaktisch möglich, aber nicht sinnvoll. Ja? Weil hier handelt es sich dann um einen echten Programmierfehler. Das war schiefgelaufen im Programm, sodass wir dort unsere Division durch Null gar nicht sinnvoll loswerden. Zusammengefasst könnte man sagen, Exceptions dienen der Überprüfung von Programmzuständen. Ja? Eine sehr beliebte Testmethode ganz allgemein, dass das Entwicklungsteam sich um diese Programmzustände kümmert, in Form von Vorbedingung, Nachbedingung, Invarianten, das beim Entwurf schon gleich festhält und das von Assertions prüfen lässt. Assertions dienen nicht primär dazu, den korrekten Programmablauf zu sichern. Da gibt es andere Testmethoden, werden Sie wahrscheinlich im Rahmen Ihrer Ausbildung auch noch kennenlernen. Testabdeckung, wo beispielsweise ein Stück Testsoftware sich darum kümmert, Ihren Pfad durchs Programm zu protokollieren und Ihnen dann sagen zu können, naja, in dieser If-Else-Anweisung waren Sie nicht im Then-Zweig, sondern immer nur im Else-Zweig. Ja? Dann muss der Entwickler sich dort einen Testfall überlegen, sodass diese If-Anweisung mal so ausgeht, dass er in den Then-Zweig auch kommt, sonst wäre der ja nie getestet worden. Ne? Es gibt schon so typische Spuren durchs Programm. Gibt es eigene Programme, die das messen können und auch Reports darüber schreiben können. Darum ist das nicht das Hauptanliegen von Assertions,
Vor allem auch nicht deswegen, weil die ja deaktiviert werden können. Das ist kein Automatismus und dann wäre das mit dem korrekten Programmablauf schwierig. Und Assertions sind standardmäßig deaktiviert. Das heißt also, alles, was Sie bisher übersetzt haben, hat diese Assertion oder hätte diese Assertions gar nicht berücksichtigt, selbst wenn Sie die im Programm gehabt hätten. Schauen wir uns gleich an. Der Lohn dafür ist, dass solche Programme mit deaktivierten Assertions etwas performanter sind, weil die Assertions eben auch Code erzeugen, der ausgeführt werden muss. Codeausführung bedeutet Zeit. Und Programme mit deaktivierten Assertions brauchen auch ein bisschen weniger Speicherplatz, weil Assertions auch Speicherplatzverbrauch bedeuten. Kann man sagen, alles hinnehmbar während des Tests, aber der Kunde möchte das nicht. Jetzt, was ist so eine Assertion? Sie sehen, das gelb eingefärbt ist so ein Ausdruck, wie im Programm sein könnte. Wir werden es uns gleich im Programm auch angucken. Wir haben das Schlüsselwort assert, das kündigt jetzt an, jetzt kommt eine solche Zusicherung, eine Assertions. Und diese Zusicherung wird als Ausdruck geschrieben, hier mal abstrakt assert condition expression genannt. Also es ist ein Bedingungsausdruck. Ne? Und wenn der wahr ist, also true zurückliefert, passiert gar nichts. Wenn dieser Bedingungsausdruck aber false als Resultat endet, dann wird genau diese Message Expression aktiv. Sprich, der Programmierer kriegt was angezeigt. Ja, da ist Division durch Null eingetreten. Eingebaut in ein Stück Code sehen wir das hier. Ist keine großartige Sache. Also Sie stellen sich vor, das ist eine Klasse Assert Keyword. Dort haben wir drin eine Methode div, geht also um die Division, div. Division, ganzzahlige Division, braucht zwei Operanden, einen Dividend und einen Divisor. Und diese mathematische Regel ist eben die, der Divisor darf nicht null werden. Das ist sozusagen eine Vorbedingung oder Englisch Precondition. Das könnte man jetzt in der Methode div prüfen und die Zusicherung machen, der Divisor muss ungleich 0 sein. Das heißt, wenn ich den schon als 0 Eingabeparameter kriege, weiß ich schon, kann ich aufhören. Lässt sich nicht zu Ende führen. Deswegen, das ist diese Expression, Divisor ungleich 0 und die Reaktion darauf, ich brauche bloß das, was ausgegeben wird, ich muss gar kein System out Printline schreiben, sondern nur den auszugebenden Text, der lautet eben Assertion-Verletzung, keine Zahl durch Null teilen. Wird diese Methode jetzt falsch parametriert aufgerufen und ich habe das Programm so übersetzt, dass die Assertion aktiv ist, dann wird nicht etwa hier der Dividend durch den Divisor geteilt und das ganzzahlige Ergebnis als Return-Wert zurückgegeben, ist eine Integer-Methode, sondern das Programm wird abgebrochen, die Fehlermeldung wird ausgegeben und der Programmierer würde sehen, Sapperlott, da ist in meinem Programm was schief. Ich weiß noch nicht genau, was passiert, dass dieser Divisor dort null wird, aber er ist null. Ja? Ansonsten jetzt nichts Besonderes hier. Sie sehen, in dieser Klasse Assert Keyword ist dann auch noch das Public Static Void Main, um das mal zu testen, zu strapazieren. System Out Printline, Quotient ist, und jetzt würde hier div aufgerufen, 10 durch 2. Naja, das können wir jetzt schon direkt sehen. Diese Assertion wäre in diesem Fall erfüllt, weil der Divisor, das ist ja die 2, tatsächlich ungleich 0 ist. Aber beim zweiten Aufruf ist der Divisor 0. Damit wäre diese Assertion verletzt, die Bedingung nicht erfüllt. Und damit würden wir am Bildschirm diese Meldung sehen.
Wenn wir die Assertion nicht notieren, meine Damen und Herren, wird unser Programm auch nicht funktionieren. Nur es wird dann die übliche mathematische Exception auftauchen, die möglicherweise dem Benutzer gar nichts sagt, dem Programmierer vielleicht auch weniger sagt. Es ist also eine gezieltere Verwendung von einer Fehlermeldung, könnte man sagen. Ne? Und der Vorteil ist, Sie lassen diese Assertion in Ihrem Programm drin, Sie schalten die Assertion aus, wenn das Programm zum Benutzer geht, übersetzt ist, und wenn der Benutzer eine Reklamation hat und Sie an das Programm wieder ran müssen, um die Änderung einzubauen, um wieder testen zu können, würden Sie für den Test die Assertion wieder einschalten und die würde wieder wirken, würde wieder für Sie arbeiten. Das ist so der Umgang. Das, was ich jetzt geschildert habe, ein Ausschalten der Assertion beim Übersetzen und im laufenden Programm, das muss man eben manuell machen. Und dazu müssen wir wie folgt vorgehen. Also, Assertions aktivieren, schon beim Kompilieren, sonst ignoriert der Compiler die. Sonst sagt er, ach, da gibt es ein Schlüsselwort Assert, das ignoriere ich mal. Das übersetze ich gar nicht mit. Wir müssen dem Compiler sagen, er soll das mit übersetzen. Das würden Sie in der Konsole machen mit der Anweisung Java C, ist ja der Java Compiler, ne, der heißt so, Java C, Java Compiler. Und jetzt müssten Sie ihm mitgeben, das ist eine Source, die ist kompatibel zur Version 1.4. Das ist die Variante, ab der Assertions unterstützt werden. Ne? Und dann kommt ganz normal das zu übersetzende Java-Programm. Ne? So müssen Sie die Quelldatei kompilieren. Das ist das, was Sie, wenn Sie TextPad verwenden, mal im TextPad auch so festgelegt haben, wie die Kompilation laufen soll. Auch das, was Eclipse macht, wir sehen das nicht. Wir können aber den Java-Compiler selbst aufrufen. Ja? Dazu muss jetzt der Pfadname richtig gesetzt sein. Der Pfadname, der hat uns schon mal vor ein paar Wochen, Anfang des Semesters beschäftigt. Der ist, wenn wir Eclipse einsetzen, relativ harmlos, weil Eclipse dann nicht wirklich braucht, benutzt. Deswegen, wenn das in Eclipse nicht eingestellt ist, der Pfadname, wir hatten anfangs des Semesters dort nicht so großen Wert drauf gelegt, muss man das an der Stelle noch nachholen, weil der Pfadname muss hier stimmen. Und wenn Sie dann die Datei, in der die Assertions drin sind, so übersetzt haben, dann sind die Assertions berücksichtigt. Wenn Sie jetzt diese Datei starten, passiert aber immer noch nichts. Sie müssen eine so übersetzte Java-Klasse auf bestimmte Art und Weise ausführen. Das steht hier. Java ohne das C ist ja der Aufruf der Java Virtual Machine, die ihr Programm ausführt. Das Class-File, das hier entsteht. Ja? Da muss ich den Schalter minus EA angeben. Minus EA bedeutet Enable Assertion. Jetzt werden die Assertions eingeschaltet und berücksichtigt, wenn ich den Dateiname, also den Name der übersetzten Datei, die Class-Datei hier angebe. So werden Java-Programme gestartet. So werden sie übersetzt, so werden sie gestartet. Man kann auch Package-Namen angeben, damit bestimmte Assertions in bestimmte Packages aktiviert werden, ist möglich. Schalter zum Ein-Ausschalten ist das so die Standardausrüstung EA, Enable Assertion. Wenn ich dann mein Programm getestet habe und sage, jetzt schicke ich es wieder zum Kunden, dann muss ich natürlich die Assertions wieder disablen, geht mit der Option DA, würde man also statt minus EA minus DA sagen, Disable Assertion, und Sie können auch
Java selber nutzt das also auch. Sie können auch System-Assertions ein- und ausschalten. Ja? So, also. Sie sehen, es ist also eine spezielle Einrichtung für das Testen und man muss ein paar zusätzliche Handgriffe investieren, um die Testqualität nach oben zu treiben. Jetzt nochmals zu den Anwendungsfällen ganz kurz. Es gibt, wie gesagt, im Wesentlichen drei Anwendungsfälle. Wir können Vorbedingungen prüfen, wir können Nachbedingungen prüfen und wir können auch schauen, ob wir nicht erreichbare Programmteile in unserem Programm haben. Ganz kurze Beispiele dazu. Wenn Sie eine Vorbedingung prüfen, dann ist das in der Regel schon beim Aufrufer der Fall oder der erste Schritt in der Methode. Also hier sehen Sie, gibt es so eine fiktive Methode, setRabatt. Jetzt würde man, bevor man den Rabatt ausrechnet in der Methode hier, zuerst mal prüfen, ob die Vorbedingung gegeben ist. Ein Rabatt, also der mit als Eingabeparameter kommt, der muss immer größer 0 sein. Ja? Also wenn es nicht negative Rabatte im Sinne von Strafzöllen oder sowas gibt, ja, würde man prüfen, ist der Rabatt überhaupt größer 0, 0.0, weil das ist ja ein Double-Eingangsparameter. Wenn das nicht stimmt, dann würde man sich das wieder quittieren lassen mit dem Text, Rabatt darf nicht kleiner als 0.0 sein. Wenn das aber stimmt, die Vorbedingung, also hier die Frage größer 0 mit True zurückkommt, dann würde jetzt der Methodenrumpf oder der Methodenaufruf, der Methodenrumpf ausgeführt werden. Ne? Dann Methoden, ich korrigiere das mal, das ist, der Aufruf war es ja schon, wir sind ja schon in der Methode drin. Dann Methodenrumpf ausführen. Ne? Wenn das nicht erfüllt ist, brauchen wir den Methodenrumpf gar nicht ausführen. Negativer Rabatt. Vorbedingung. Also ich muss erst prüfen und dann die Methode ausführen. Bei einer Nachbedingung ist es genau umgekehrt. Also hier fiktiv die Methode tu was, irgendwas, ist gerade egal jetzt in dem Fall, was es ist. Dort ist, gibt es was zu tun, das sollen die drei Punkte sein. Wir würden die Methode erstmal arbeiten lassen. Also erst Methodenrumpf bis hierher ausführen, dann die Nachbedingung checken. Darum heißt es ja auch Nachbedingung. Wir machen erst das, was wir machen sollen, wollen, und jetzt wird geprüft, es wird irgendein Status geprüft, der natürlich vorher spezifiziert ist, hier ist mal eine Variable, eine boolesche Variable eingebaut, damit es ein bisschen sinniger ist. Wenn die nach wie vor true ist, nicht verändert worden ist, dann wissen wir, alles ist paletti, alles ist in Ordnung. Sollte diese Statusvariable sich auf false geändert haben, wissen wir aber, naja, der Status ist jetzt nicht in Ordnung, er sollte sich nicht ändern. Also wir haben erst getan und dann geprüft mit assert. Typische Nachbedingung, nachdem wir was gemacht haben. Wie kann man sich nicht erreichbaren Programmteil vorstellen? Vielleicht am einfachsten die Switch-Case-Statement. Ja? Switch mit dem Wert, Integer, je nachdem wie der Integer-Wert aussieht, 1, 2, werden ja einer dieser Zweige ausgeführt. Der Default-Wert, in dem Fall ja, abgesichert zu durch eine Assertion würde sich melden, wenn das eben nicht genutzt wird, wobei das ja durchaus ein Normalfall darstellen kann. Also Assertion würde ja nur genutzt werden, wenn ich hier den Wert 5 oder wegen meiner schon 3 einsetze. 3 ist ungleich 1 oder 2, dann würde der Default-Wert zuschlagen. Deswegen sieht man an diesem Beispiel so ein bisschen die Problematik, die Assertion.
der Assertion, das kann jetzt in dem Fall ganz in Ordnung sein, dass der Zweig dort aktiviert wird und wäre gar kein Fehler, sondern ist ja im Sinne einer defensiven Programmierung so gewählt. Hier würde aber unser Programm natürlich auch abgebrochen werden. Ne? Möchte man möglicherweise nicht unbedingt. Und insgesamt kann einem natürlich das Problem dadurch erwachsen, dass man insgesamt ein korrektes Programm hat und eine falsch formulierte Assertion. Ja? Also auch das in der Praxis schon beobachtet, wo die Programmierer verzweifelt hinter diesem Bug her sind, weil die Assertion sich meldet, uns genau hinblicken, dann lasst ja, euer Programm ist richtig, die Assertion ist bloß falsch formuliert und führt dann zum Abbruch. Ja? Also, ist deswegen etwas, was man mit Bedacht wählen muss. Wird nicht immer verwendet, aber es ist sehr sinnvoll und spielt im Testumfeld immer wieder eine Rolle. Ja? Also, mit dem Programmchen, dem Zehnzeiler, den Sie da haben, mit den Kompilieranweisungen in der Konsole, können Sie das mal testen, ausprobieren, schauen, ob Sie in den nachfolgenden Semestern damit eine Verwendung haben. Gibt es dazu noch Fragen Ihrerseits an der Stelle? Assertions? Also eigentlich eine klare Sache, eine vergleichsweise Kleinigkeit. Darum haben wir das ja auch ganz am Ende. Was haben wir sonst noch im Skript? Wrapper-Klassen. Vielleicht dazu noch ein abschließendes Wort, weil mit Wrapper-Klassen haben wir uns ja schon mal so ganz flott auseinandergesetzt. Wrapper-Klassen sind so motiviert, wie es hier in diesem Problem-Statement beschrieben ist. Sie werden später feststellen, naja, für manche Java-Methoden werden einfach Objekte erwartet, statt skalarer Variablen vom Typ int. Ja? Dann taucht häufig die Frage auf, ja, woher kriege ich jetzt ein Objekt-Integer? Ja? Dazu gibt es Gott sei Dank Wrapper-Klassen, darum heißen die auch Einwickelt-Klassen, weil man sich solche skalaren Int-Variablen einwickeln lassen kann in ein Objekt vom Typ Integer. Ja? Also, so dass das kein Java-Design-Fehler ist, dass dort Java-Methodenprogrammierer auf Parameterpositionen Objekte verlangen, sondern sie kriegen ein Tool an die Hand, wo sie sagen, naja, wenn das der Fall sein soll, dann mache ich eben so ein Integer-Objekt mit einer passenden Wrapper-Klasse statt eines primitiven Datentyps. Und damit funktioniert das. Ja? Und es gibt tatsächlich Wrapper-Klassen für alle skalaren Datentypen, die Sie so kennen. Character für Char, Boolean großgeschrieben für die Boolschen skalaren Variablen, Double für die kleingeschriebenen Double Variablen, Float, Long, Integer, Short, Byte, Void. All das sind Wrapper-Klassen. Also es fällt auf, die Klassen sind stets großgeschrieben, das korreliert also mit der Coding-Konvention, Klassen groß zu schreiben, und es ist eindeutig, was zu den skalaren, einfachen Typen gehört. Also insgesamt kann man sagen, es gibt zu jedem primitiven Datentyp so eine korrespondierende Wrapper-Klasse. Ja? Das könnten wir auch ganz kurz validieren, indem wir mal in die Dokumentation reingucken. Macht das mal, wir schauen uns das mal in der Java-Dokumentation an. Geht dort mal hin. Mal schauen, wo ich diese Doku abgelegt habe. Da ist es drin. Wir gucken da mal rein.
Das finden wir in der API-Beschreibung. Na, jetzt suchen wir da einfach mal. Voilà, und hier haben wir so eine Wrapper-Klasse. Die Class Integer. Ne, und die Sprechweise ist die Integer Class wraps a value of a primitive type int. Int kurz geschrieben, Wrapper-Klasse lang. Und jetzt sehen Sie, ich glaube, wir haben schon mal reingeguckt, ich habe Ihnen ja schon verraten, maximaler größter Integer-Wert ist hier in einem der Klassenfelder, also ist eine Instanzgröße. Könnte man rauskriegen, Max-Value, Min-Value, da sehen Sie auch, wie die Größen tatsächlich lauten, ist eben auch dann zur Laufzeit dynamischen Erfahrung zu bringen, wenn man das wissen muss. Dann gibt es natürlich diverse Konstruktoren. Ich kann so einem Konstruktor den Integer-Wert mitgeben, ja, also das, was wir haben, dann macht er daraus ein Wrapper-Klassen-Objekt. Ich kann dem aber auch einen String mitgeben, in dem Ziffern drin sind, die sich tatsächlich umwandeln lassen in ein Integer-Objekt. Das war unser Eingangsbeispiel, werden wir gleich wiedersehen. Und dann sehen Sie, es gibt erfreulicherweise eine Menge Methoden in der Klasse, die einem Hilfen anbieten. Ich kann vergleichen, ich kann eben mich um den Wert kümmern, ich kann das auch wandeln in einen Long Value, ich kann diverses rauskriegen und die bedeutendste, eine der bedeutendsten Methoden ist dieses parseInt. Ja? Parses, the string argument at assigned decimal integer number, das heißt in dem String, wenn in Hochkomma 4711 drinsteht, dann wird daraus das numerische Objekt 4711. Ja? Also, solche Umwandlungsmethoden sind dort drin, was Programmierer anderer Programmiersprachen oft als Hilfsmethoden, als Hilfsfunktionen eben auch zur Verfügung haben. Der C-Programmierer kennt eine Methode A2int, ASCII to integer, A2int. Ist halt einfach eine Funktion in der Java C-Bibliothek. In der C-Bibliothek. Ja. Solche Hilfsmethoden sind für den Java-Programmierer in den Wrapper-Klassen drin. Ja. Oft hat man auch nicht das Problem, dass man eine Größe einwickeln möchte, aber man muss konvertieren. Diese Konvertiermethoden finden Sie in den Wrapper-Klassen. Ja. Also, muss man ein bisschen die Methoden durchlesen und Sie sehen, es gibt eine ganze Menge, ist also ein wahrer Schatz an Hilfsmethoden, den wir dort haben. Ja? Das, was Sie im Skript finden, ist daran orientiert, also da taucht dieses parseInt eben auch auf. Umgekehrt, wenn Sie ein Integer-Objekt haben, Sie können das auch rückabwickeln, sodass es wieder als String verbindlich zur Verfügung steht. Ja? Also, eine durchaus nützliche Sache, die einiges in bestimmten Problemen an Formatumwandlung ermöglicht. Aus dem Grund, wenn Sie ein Problem haben und sagen, ich habe da jetzt das falsche Objekt oder eine skalare Größe, ich brauche aber ein Objekt oder umgekehrt, dann denken Sie an die Wrapper-Klassen, gucken Sie dort in die Wrapper-Klassen rein und Sie werden feststellen, Sie werden dort in 99% der Fälle eine Hilfsmethode finden, sodass Sie selber gar nichts machen müssen, bietet die Wrapper-Klasse mit an. Ja? Letzter Punkt, das Thema String. Jeder von Ihnen ist mit Strings vertraut. Java hat jedoch noch eine Alternative, die interessant ist, mal in Betracht zu ziehen. Und zwar ist das die Klasse String Buffer. Ja? Strings ist in seiner Anwendung Zeichenkettenverarbeitung durchaus bekannt, aber leider nicht ganz effizient.
Das ist die Ursache, warum man dann später mal String Buffer angeboten hat. Ich glaube, ich zeige Ihnen am besten gleich eine Anwendung, dann wird das, was ich dort sage, mit der Effizienz leichter einsichtig. Das ist verkehrt. Dieses Eclipse brauche ich. Sie sehen, ich schau mal, da gibt es String Buffer, ein Beispiel, an dem wir das beobachten können. Schauen wir uns das Beispiel mal ganz kurz an. Also, Klasse heißt String Buffer, weil eben damit der Nutzen von String Buffer erfahren wird. Und zwar sind nur ein paar Zeilen, keine 30 Zeilen. Jetzt schauen Sie mal an. Wir arbeiten dort mal mit einem String, der bewusst klein gehalten ist. Nur ein Zeichen. Ja? Und wir brauchen noch die Betrachtung der Zeit. Aus dem Grund spielen hier Zeitstempel eine Rolle. Zeit wird im Long-Format verwaltet, ja, weil das mit Sekunden oder sogar Millisekunden geschieht, brauchen wir große Zahlen. Ich habe also zwei Zeitstempel und das Beispielprogramm holt sich mal die aktuelle Zeit in Millisekunden in T1, merkt sich diese Zeit, ja, gibt die Zeit auch aus, ja. System-out-println T1 ist dieser Zeitstempel der erste. Und jetzt wird in einer Schleife was gemacht. Was wird hier gemacht? Ich verlängere in dieser Schleife eine halbe Million Mal den einelementigen String um ein weiteres Element. Also es wird Buchstabe für Buchstabe an den String angehängt. Ja? Wenn das geschehen ist in der Schleife, 500.000 Mal wird wieder ein Zeitstempel erzeugt und zu guter Letzt wird dann der Zeitstempel 1 vom Zeitstempel 2 abgezogen. Damit habe ich die Zeitdifferenz in Millisekunden. Ja? Einmal mit Strings und ein zweites Mal mache ich das Gleiche mit String Buffer. Wo haben wir das? War die Idee. Und dann können wir Zeiten vergleichen. Jetzt schauen wir mal, ich lasse das mal laufen, damit Sie sich vorstellen, was dort einfach passiert. Ich übersetze das. Lass das laufen und kriege jetzt hier, das ist der erste Zeitstempel. Ja? Das sind Millisekunden seit dem 1. Januar 1970, so wird Zeit verwaltet. Das sind also einige Millisekunden. Könnten wir umrechnen, das brauchen wir aber nicht, weil uns tatsächlich nur die Zeit interessiert, die vergeht. Das heißt, das, was wir da sehen, ist die Ausgabe von hier. Ja? Dann dauert es ein Stückchen, weil unser Programm jetzt rechnet, wie der Teufel, eine halbe Million Mal. Ja? Jetzt habe ich das weggeblendet. Schau mal, müsst es wieder kriegen, kann es aber auch nochmals holen. Hol es mal nochmals in den Vordergrund. Also jetzt hängt unser Programm in dieser Schleife drin. Na, ich könnte es auch ein bisschen abkürzen. Ich breche das mal ab und lasse das weniger häufig laufen. Lassen wir es mal 5000 Mal laufen. Dann ist das immer noch aussagekräftig. So, und jetzt sehen wir auch die Zeiten. Dort ein bisschen besser. Gefällt mir nicht, muss das kleiner machen. So, jetzt sehen Sie, die beiden Zeitstempel haben einen Unterschied von 8000 Millisekunden. Das heißt, das ist die Zeit, die vergeht, um das zu berechnen, was wir dort berechnen wollen, was nichts anderes ist als diese Konkatenation, heißt das ja, wenn wir einen String um einen weiteren Buchstaben verlängern. Ja? So. Also, 78.000 Millisekunden.
Dann wird das Ganze nochmals gemacht, allerdings dann mit nicht dem Puffer, sondern mit dem SB. Und SB ist ein String Buffer. Müsste man da oben sehen. Sehen Sie? String Buffer. Muss ich auf die Art und Weise ein Objekt kreieren. Und jetzt wird mit dem String Buffer und der Methode Append auch ein großes X angehängt. Das Programm, der Teil, ist auf alle Fälle schneller. Der schafft das immer noch. Ja, da ist ja gar ein Fehler drin. Wir haben es ja oben wie oft gemacht, 5000 Mal. Der schafft das Vielfache zum Bruchteil der Zeit. Also, was können wir daraus entnehmen? 5000 Mal machen wir mal, damit wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, die gleiche Zeiteinheit. Und dann sieht das noch wilder aus. Wenn Sie das mit String machen, dauert das 35 Millisekunden, während mit String Puffer geht das in 0 Millisekunden, also noch schneller im Submillisekundenbereich. Das bedeutet im Klartext, Strings sind höchst ineffiziente Objekte. Wenn man auf Performance Wert legt, sein Programm sozusagen boosten möchte, tauscht man am besten die Strings durch die String Buffer aus. Und Sie haben eine Steigerung, die liegt im, also das ist eine nicht nur graduelle Steigerung, sondern das ist ein Vielfaches. Jetzt können wir das mal hochschrauben. Nehmen wir mal ein paar Mal mehr diese Operation, dann sieht man, wie das auseinandergeht. Ja? Sie sehen, da sind zwei Zehnerpotenzen dazwischen. Die String-Operation braucht fast 1000 Millisekunden, die String-Buffer-Operation schafft das Gleiche in nur 4 Millisekunden. Das bedeutet also, wenn Sie ein Programm haben, wo String-Verarbeitung im Vordergrund ist, muss man eigentlich schlichte Empfehlung aussprechen, vergessen Sie Strings, verwenden Sie String-Buffer. Was ist die Ursache? Haben da die Java-Entwickler gepennt oder Fehler eingebaut? Nein, die Ursache ist eine andere. Wenn Sie mit Java arbeiten und so einen String für genau um einen Buchstaben verlängern, wird nämlich Java feststellen, dass der String zu klein ist. Ich kann den Buchstaben gar nicht anhängen und jetzt wird genau so viel Platz geschaffen, wie der eine Buchstabe braucht. Wenn Sie dann noch einen Buchstaben anhängen, das gleiche Problem wieder, Platz passt nicht, ich brauche mehr Platz, dann wird der mehr Platz allokiert und das wird bei String-Operationen immer um den benötigten Bedarf gemacht. Und das ist der Fehler. String-Buffer macht das anders. String-Buffer stellt einmal fest, da möchte der User ein Zeichen anhängen, den Platz haben wir gar nicht. Und dann allokiert String Buffer nicht nur Platz für ein Zeichen, sondern aus der Vermutung heraus, auf diese Schnapsidee kommt der Programmierer mit Sicherheit nochmal, ich allokiere gleich zwei Plätze. Das heißt, wenn ich das nochmals mache, dann ist der Platz schon vorhanden, muss nicht nochmals angelegt werden. Und wenn das wieder passiert, verdoppelt String Buffer bei jeder Allokation die Menge, die reserviert wird, sodass wenn ich dann, sage ich mal, 8 Zeichen anhänge, werden schon 16 reserviert. Wenn das wieder auftritt, 32. Das heißt, durch diese Verdoppelung, durch diese vorrätige Verdoppelung, durch diese Vorsichtsmaßnahme, ist irgendwann mal so viel Platz, dass überhaupt nichts mehr allokiert werden muss, weil genau diese Allokationsoperation die Ursache ist, warum String so langsam wird. Und Sie haben ja gesehen, wenn wir String entsprechend, die String-Operation entsprechend häufig machen lassen, können wir das ein Stück weit schon gar nicht mehr erwarten, weil es einfach so gewaltig ist, wie diese Zeit für die Allokation verbraucht wird. Ne? Sie sehen, jetzt beginnt es bei 500.000 Operationen, dass die Zeit da vergeht. Wir werden das aber gleich sehen. Und wir werden sehen, im Nachsatz dazu bei String Buffer geht das immer noch mit einem Fingerschnipp. Also, so dass es sich durchaus rentiert,
die Java-Dokumentation anzugucken und solche Dinge zu entdecken, weil es manchmal aus Performance-Gründen interessant sein kann, das in den Griff zu kriegen. Also wir sind jetzt schon im Sekundenbereich und Sie sehen, das ist schon praktisch gar nicht mehr abwartbar, wie lange dort diese, da oben, die ist es, da sind wir jetzt momentan drin, in der Schleife da, ne, bis das ermittelt ist. Wir werden sehen, wenn diese halbe Million mal abgearbeitet ist, diese halbe Million mal, wir haben ja auch hier eine halbe Million, das Gleiche zu machen, wird erheblich schneller gehen. So, das ist übrigens auch generell die Ursache, warum in manchen Projekten Java-Lösungen, die Sie durchaus in der Klassenbibliothek finden, reimplementiert werden. Ja, weil dann das Entwicklungsteam feststellt, das ist in Java nicht so effizient gelöst. Ne? Verkettung von 76.000 Millisekunden im Vergleich zu 4. Sie sehen, wie die Schere dort auseinandergeht. Also ein naives Programm, wo der Programmierer, die Programmiererin brav mit Strings gearbeitet hat, in einer Konkurrenzsituation zur gleichen Lösung mit einer anderen, mit String Buffer, wird natürlich vor dem Kunden besser abschneiden. Das ist um ein Vielfaches schneller. Ja? Programme, die String-Operationen massiv machen, sind ja Editoren, Compiler selber auch. Also wollte ich Ihnen damit nur zeigen, das sind relevante Unterschiede und den Tipp mitgeben, lassen Sie sich String-Buffer durch den Kopf gehen. Die gleichen Operationen wie bei Strings als Methoden, aber um ein Vielfaches performanter. Ich glaube, damit hätten wir dann so ziemlich alles und sind damit auch am Ende des Skripts angekommen, Packages. Wenn wir uns wiedersehen, nochmal mit auseinandersetzen. Haben wir jetzt in diesem Semester nicht genutzt, aber im nächsten Semester, wenn Sie Projekte machen, werden Sie die alle in Packages verstecken. Damit sind wir insgesamt durch, ist ja nur noch eine Tabelle über die Standardpakete in der Standardbibliothek, was Java so mitbringt. Soll Sie ermutigen, festzustellen, das Thema wird einem auch ein Arbeitsleben lang nicht ausgehen. Es gibt so viel, kommt immer Neues dazu. Das ist ja das Interessante an einem Informatikerjob, der Stoff geht einem dort nie aus. Also diese Methoden, diese Klassen und damit auch die Methoden, die werden im Laufe der Zeit zunehmen, ist so mein Verdacht. Okay? Damit hätten wir es insgesamt, meine Damen und Herren. Wir werden uns nächste Woche nochmal sehen zum Thema Präsentation des Semesterprojekts. Wie gesagt, dort geht es um präsentationstechnische Fragen, dass das schon fürs übernächste Semester, für unser nächstes Semester dann präpariert ist. Freue mich schon auf die Präsentation. Wir können nächste Woche auch noch fragen, wenn die Auftragen zum letzten Mal diskutieren, weil der nächste Punkt ist dann ja die Klausur. Also, aus dem Grund möglicherweise bis zum nächsten Mal sich auch das überlegen. Wir sehen uns nächste Woche 7:45 gleich hier und machen die Präsentationen. Und wenn alles glatt läuft, sind wir die gleiche Zeit fertig. Ihr Semester ist nicht so stark. Es hat sich auch schon manchmal bis in den Nachmittag hineingezogen. Aber wenn Sie das flüssig abwickeln, sind wir bis Mittag durch. Also, in diesem Sinne, schönen Tag noch, bis nächste Woche, bis zum Schlussauftritt. The number you have dialed has been changed. The new number is, please note, the new number is